Moin Sons, meine lieben Freunde, nach den Fails im letzten Part, jetzt hier. Wir haben Ike's Brief noch gekriegt. Und da steht auch schon, dass Charlie. Ich rede nicht gerne. Ich wähle meine Worte für mit Sorgfalt, aber ich könnte trotzdem jemanden verletzen. Und wenn ich daran denke, dann bringe ich keinen Ton heraus. Daher finde ich, wenn man auf so zurückgegangen. Was? Diese Felsen, der fühlt sich so besonders an. Oh nein, Schutz wird nicht mehr. Ah, Letaxo, es ist schön, dich zu sehen. Aber verschwenden wir lieber keine Zeit. Sei nett und werf einen Blick auf diesen Felsen. Genauso. Einer wurde in Kanto entdeckt. Kann man sich das vorstellen? Könntest du mir helfen, das Geheimnis, das dahinter steckt, zu enthüllen? Ich habe versucht, die Schriftzeichen auf dem Felsen zu entziffern. Offenbar dient er einem Trainer zum Eingravieren seiner Gedanken. Er verewigte darin seine Gedanken, nachdem er auf seinen Abenteuern als Person gereift war. Das würde auf einen Trainer wie dich absolut zutreffen. Deshalb bitte ich dich auch hier um deine Hilfe. Du bist vielen Leuten und Pokémon begegnet und hast viele Dinge erlebt. Diese Erlebnisse haben das aus dir gemacht, was ich bis vor mir sehe. Nun sag mir, wer hat dich am meisten berührt? Verrätst du mir, was du am meisten willst? Am meisten möchtest du Penis danken. Ja. Hey, hallo. Mit unfassbarer Geschwindigkeit. Ja, halt die Fresse. Was ist das für ein Pokémon? Gibt es zwischen ihm und dem Felsen etwa eine Verbindung? Wo ist das Pokémon noch hin? Das ist ja so verwirrend. Wow, ich bin zu alt dafür. Vielen Dank, das muss das Pokémon sein, welches Dankbarkeit ausdrückt. Du hast dafür gesorgt, dass ich es sehen konnte. Daher danke ich dir auch mit meinen eigenen Worten. Yeah. Bühnenfahrt. Na di da du ba da. Überhaupt nicht übertrieben, nein, gar nicht. Alter! Wie weit bin ich jetzt gegangen? Ja, genau. So, welches Pokémon habe ich denn vorne? Nightmare, das freut mich, das ist gut so. Oh, wunderschön. Wir sind im Blumenparadies, Leute. Endlich. Okay. Nun gut. Jo, Mitte. So. Na du? Kyun! Oh, süßen Shame in Level 30. Will dich töten. Nein, du wirst es nicht töten. Doch, ich werde es töten. Ich will es töten. Nein, Darkrai. Aber es ist Zeit, andere zu töten. Oh, scheiße, wenn ich einen Schlummerort mache, dann kriegt sie auch Schaden. Komm, es kommt jetzt Brunosbeere. Ja, danke, du Arschgeige, ey. Gut, dann gucken wir, welcher Ball passt denn. Halt. Gut, welcher Ball? Der Safari-Ball. Tarnfarben? Nö, Netzball nicht. Was sieht denn so schön aus? Wiederball, Primärball, Timerball. Der Heilball ist doch, glaube ich, sowas. Also Luxusball. Wo ist denn der Luxusball? Hier ist der Luxusball. Ja, ein Luxusball war das, glaube ich.
Der Schelm wurde gefangen. Dankbarkeit. Wird es umarmt, empfindet es Dankbarkeit, was wiederum dazu führt, dass seine Blumen blühen. Ja. Graysa, würde ich jetzt mal nennen. Für Graysidia. Ja, genau, das ist der Zusammenhang. Ah, ich muss flüchten. Das kann sein, dass mich... Nein! Buhnenpfad. Sehr interessant. Genießen wir ein bisschen die Musik. Alter. Och, ich bin schon wieder weg. Oh, toll. Kann ich jetzt für immer dahinter? Schön wär's. So, auf nach Flori. Und halt, wir gucken erstmal hier oben nach. Blumenparadies. Achso, ja, fliegen. Zack. Oh, das tut mir jetzt leid, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Wie auch immer das passieren konnte, es hängt nämlich neben mir. Sonst könnte ich der Schelme natürlich instant aus meinem Team raushauen und, oder für immer aus meinem Team rauslöschen, indem ich es einfach mal auf das Schimmel-Ei lege. Oder Graysa eher gesagt. Tschüss, wirklich süß. Aber wir brauchen Gott nicht, Gott ist scheiße. Ich glaube nicht an Gott, aber an Zeus. Shaman, Graysa. Auf Level 30, 107 KP, genau. Sonst nichts zu tun, oder? Synthese, Wachstum, Zauberblatt und noch irgendwas anderes. Hey du! Oh, ein Shaman! Wenn du schon dieses Pokémon hast, dann sollst du auch eine Graysa Dia haben. Ich habe reichlich davon, du kannst das einfach haben. Jo, ich hab die Graysa Dia. So, Graysa Dia. Wo haben wir sie? Mit dieser Blume, manchmal auch als Teil eines Bouquets, kann man an speziellen Tagen ja einfach Bouquet ausdrücken. Einsetzen. Cool. Richtig cool. Wie geil ist das denn bitte? Oh, süß. Shaman. Gut. Verstärkt Zusatzeffekte. Süß. Wirklich süß. Ach ja. Ja, damit hätten wir es jetzt durch. Vielen Dank fürs Zusehen bis zu dieser Stelle. Wir haben jetzt hier... Also, wir haben jetzt hier das Spiel durch. Es hat keine Events mehr, die ich machen kann. Ich habe alle. Ich habe Darkrai, ich habe Arceus, ich habe Shaman, ich habe Manaphy. Und Manaphy ist einfach bloß ein Ei und das brühe ich jetzt nicht mehr aus. Ich habe den Fragezeichen geöffnet, das habe ich auch schon gezeigt, wie das funktioniert. Ich habe Eichs Brief gekriegt. Ich habe euch alles gezeigt, was man in diesem Spiel machen kann. Ich habe zwar nicht alle Items eingesammelt, aber ich habe so gut wie alles gemacht. Und auch jedes Event. Weil jetzt hat es keine Events mehr.
Und die Zerrwelt, da kriegt man einfach bloß noch ein Platinum-Orb her und das muss ich jetzt ja wirklich nicht mehr machen. Einfach bloß zurück zur Scheidequelle und da könnt ihr dann wieder in die Zerrwelt eintreten. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in meinem anderen Let's Play wieder. Mit diesem Video ist Bloody Platin abgeschlossen. Und ja, war schön, fand ich jetzt dazu. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall ein anderes Spiel dafür anfangen. Ich weiß auch schon welches. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Spiel ist durch, ich kann euch nicht mehr zeigen. Nichts mehr weiter zeigen. Weil wie gesagt, alle Events in diesem Spiel aufgebraucht sind. Okay, dann bis zu einem anderen Let's Play, andere Stelle, andere Welle und anderes Video, anderes Spiel. Bis dann, Leute. Adios.